So, das sind wir wieder bei der Binding of Isaac Rebirth. Es gibt einige Informationen zu der Tatsache, dass Patch 1.031 erschienen ist, der ja den Dark Bomb komplett nutzlos und scheiße gemacht hat. Hat der auch zum Beispiel diesen Kopf von Krampus, den man nach dem Kampf bekommt, hat jetzt statt 3 Aufladungen 6. Also ist noch nutzloser, ich habe es eh nie mitgenommen. Soll mir eigentlich scheißegal sein. Halo of Flies, also die Fliegen, die um einen rumfliegen, nicht die blauen, sondern die schwarzen, die Schüsse abfangen, zählen bis 10. Ich weiß nicht, was es heißt. Entweder kann man jetzt 10 Fliegen um sich rum haben, was ziemlich OP wäre. Oder ich weiß nicht, was es sonst heißen soll. Und manche Gegner machen weniger Schaden und manche machen mehr Schaden. Bei Dark Bomb trifft Improved Dark Bomb Mechanics. Ist einfach nur ein Scheiß-Item geworden. Der Dark Bomb braucht jetzt 2 ganze Herzen statt 1,5. Erst war es 1, ja, ganz am Anfang. Braucht jetzt 2 rote Herzen, dass er was ausspuckt. Und wenn er was ausspuckt, kann es entweder ein Seelenherz sein, blaue Spinnen oder feindliche rote Spinnen. Ja, der kann Feinde ausspucken. Was für mich den Dark Bomb zu super unnützen Stück Dreck macht. Weil ich nicht ein Herz Schaden bekommen will, weil ich dieses Begleiter dabei habe. Weil er dann Herzen aufsammelt. Nee, 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 nee. Ja, ansonsten wurden Eden Start Items verbessert und Mods wurden generell verboten im Spiel. Das tut mir ein bisschen im Herzen weh, weil ich gestern mich hingesetzt habe und einige YouTube Items eingebaut habe. Optisch sind die YouTube Items noch vorhanden, allerdings kann ich nicht die Itemnamen verändern, dass sie so lustig heißen. Weil das Spiel sonst sagt, ich modde und ich kann kein einziges Item mehr freischalten. Beziehungsweise kriege ich die Steam Achievements halt nicht und die möchte ich ja haben. Grafiken editieren und so weiter geht auch noch. Übrigens, das ist Fake. Sollte mittlerweile aufgefallen sein, das habe ich schon seit 5 Folgen hier und eine Folge hatte ich mal nicht drin. Das habe ich selber gebastelt. Keine Ahnung, keine Angst, ich habe kein Platinum Gold. Wenn wir da gucken in die Stats, ich habe da gar nichts, okay? Das ist einfach ein leerer Spielstand, der sich immer löscht. Da habe ich einfach spaßeshalber Golden Platinum Gold hingeschrieben, okay? Gut, das haben wir schon mal geklärt. Ich wollte es einfach nur so trollmäßig da haben, um euch so ein bisschen zu verärgern. Grafiken überarbeiten geht noch, wie ihr seht, sonst wird das modded im... da unten links im Hauptmenü steht dann Mod in Klammern dabei. Dann weiß man, dass man sein Spiel vielleicht doch mal irgendwas löschen sollte. Also, Zombie-Mod geht zumindest noch optisch, textlich nicht. Ich habe eigentlich alle Texte geändert. Ich habe so viele Items eingebaut. Ich habe ein Ungespielt-Item drin, ich habe ein Tuddle-Item drin, ich habe ein GLP-Item drin und ich habe ein Mr. Moore-Item drin. Mehr habe ich nicht gemacht. Die habe ich einfach alle im Stück gemacht und ja. Wir haben auf jeden Fall 26 Eden-Token und schau mal, was wir bekommen. Vielleicht haben wir was Gutes. Wir haben auf jeden Fall den Small Rock, welcher nicht unbedingt... Und den Gear 4. Oh, das wird ein crazy Run. Wollen wir mal so einen richtig crazy Run haben und wir setzen die vor immer ein, wenn er geht? Der rerollt unsere Items. Der rerollt jedes... Oh, wir machen es einfach mal so richtig verrückt. Das wird so wahnsinnig. Der rerollt unsere Items einfach. Die werde ich nicht besiegen. Die werde ich nicht besiegen mit dieser Stärke und dieser Schussrate. Holy, wir sterben einfach in einem Raum mit Spinnen, ne? Ich kann nichts gegen diese ganzen Spinnen machen. Oh. Ich war noch nie wehrlos in einem Raum gegenüber Spinnen. Oh, schade. Ich wollte es einfach genießen. Wisst ihr, ich wollte es einfach genießen. Und das Spiel so. Hey, du scheinst Spaß zu haben. Spaß entdeckt. Spaß entdeckt. Und wirft mir dann 5 Millionen Spinnen bei den... Mit dem Small Rock wäre es ja vielleicht noch gegangen. Aber ohne wird es ein bisschen schwer. Ein bisschen meine ich ziemlich unmöglich. Mal schauen, was hier ist. Mein Job. Yay. Das Beste ist, wir brauchen 6 Räume. Ich hebe mir meine Bomben mal für den Boss auf. Wohl, will ich sie für den Boss aufheben? Ich habe die kleinsten, schwächsten Tränen, die es gibt. Meine Gegner sind Bombenspinnen. Boah. Was habe ich mir da angetan? Okay. Oh, wir haben das Viech da oben sogar auch besiegt, erstaunlicherweise. Ungewollt. So. Oh, es ist was so schön. Ich habe extra mir Mühe gegeben, mit jedem Item so eine kleine extra süße Beschreibung reinzupacken. Wir haben eine Doppelebene, oder? Boah, wir müssen unbedingt... drauf warten, dass sich das... Wow, warte mal, wir haben da den da. Ich glaube, ich möchte vielleicht...
Ja, das kriege ich dir nicht tot. Ich brauche aber Bomben, um Gegner zu besiegen. Wieso weiß ich Standard... Ach so, ich habe PhD, ne? Alle Pillen sind ja gut. Ah. Oh. Wird auch ein Kampf für sich. Okay. Einen Raum danach müssen wir noch schaffen. Dann werden wir erlöst. Ja. Sehr gut. Keine gefährlichen Gegner zumindest. Auch wenn du mir gefährlich nah rutscht. Also Tränen sind so klein, wir treffen einfach nichts. Ein Schaden, ne? Ein Schaden langsame Tränen hatte ich auch noch nie. Spreng mal den Stein jetzt noch. Nimm die 10 Herzen einfach mal mit. Schauen wir mal, was sich jetzt ergibt. Oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. So. Oh, sind ziemlich genervt und haben das Mongo Baby dabei. Angeblich haben wir immer noch PhD und den Small Rock. Das wird echt seltsam. Aber ich will es mal testen. Unser Schaden ist auch noch 1. Und unsere Geschwindigkeit ist super langsam. Aber wir kriegen Sachen kaputt. Haben auf jeden Fall eine gut hohe Feuerrate dank dem Mongo Baby, welches gleich schnell schießt. Schießt sogar schneller als wir. Wenn ich es richtig sehe. Gottes Willen. Aber muss ja immer lustige Sachen ausprobieren. So, dann kriege ich eine weitere Bombe. Das heißt, ich soll die Kiste da oben auch holen. Tablets brauche ich sogar. Boah. Aua. War zu langsam, um auszuweichen. So, den Goldraum haben wir. Wo war der Boss? Ich habe mich, glaube ich, verlaufen auf der ersten Ebene. Bossfrosch können wir, glaube ich, vergessen. Der Defoe einfach. Ist ein bisschen crazy, den zu benutzen, aber ich mag die Vorstellung. Ah, da. Okay. Widow auch noch. Oh, wir machen gut Schaden. Weiß nicht warum, aber wir machen gut Schaden. Vielleicht hat der Boss auch noch nicht viel aus, weil er normalerweise recht viel rumhüpft. So, Boss bezwungen. So, und jetzt noch die Spinne. Ein Lebensupgrade. Ja, das könnte nächste Ebene vielleicht weg sein. Man weiß es nicht. Das ist ja wirklich ein wahrlicher Eden-Run. Wir können unsere Eden-Token auch mal ein bisschen verschwenden und so schwachsinnige Runs machen. Ist ja nicht schlimm. Okay, ein Herz weniger. Wir haben noch die Pille. So. Ah, nice. Das ist sehr nett. Aua. Ich mache einfach auf und komme direkt 7 Spinnen raus. So, noch ein Itemraum. Das ist auch natürlich sehr cool. Boah, ich hätte mich jetzt beschwert, wenn da kein Schlüssel mehr rausgekommen wäre. Das kann ich leider nicht rerollen, das Book of Secrets. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, wo was ist. Und wir haben Häufchen gelegt. Dank unserer Tafel Schokolade. Okay. Irgendwie sind wir stark. Ich glaube, das Mongo Baby ist recht stark. Ich glaube nicht mal, dass das wir sind, die so stark sind. Go, Mongo Baby! Du tötest sie alle. Okay. Ist ja schön, dass das Mongo Baby so stark ist. Aber wir sind schon fertig mit der Ebene. Ja, komm, dann machen wir jetzt hier ein bisschen Bum-Bum-Party. Holy Macaroni, haben wir im Glück, dass wir die Seite genommen haben. Ein Trinket. Schade. Wow, da findet man so einen Raum. Damit kann man aber über Stacheln laufen. Ist ganz lustig. Ohne Schaden zu bekommen. Zählt natürlich nicht für die Opferungsräume. Können noch in den Shop gucken. Auch wenn wir nicht so reich sind. Können wir uns ein bisschen Geld aus dem Automaten sprengen, würde ich sagen.
Eine Münze zählt zwar nur, aber egal. So, doppelte Item-Drops. Vielleicht hilft's. Man muss nehmen, was man kriegt. Und im schlimmsten Fall haben wir noch die Hämatemis-Pille. Hämatemis-Pille, die uns heilt. Also ihn startet jedes Mal mit random Items. Ich hoffe, das ist euch bewusst. Ja. Und mit der geht alles klar. Da können wir uns nochmal voll heilen im schlimmsten Fall der Situationen. Ich denke, wir werden erstes Boss-Item. Kommt drauf aufs Boss-Item an. Ich werde euch immer auch sagen, wenn ich die YouTube-Items finde, wie ich sie betitelt hatte. Einfach weil ich sie ja nicht mehr im Spiel machen darf. Das ist auf jeden Fall nichts. Ja, gehen wir mal auf. So, den Goat-Hoof lasse ich mal liegen, weil der mich schneller macht. Bums-Aki, das brauche ich nicht. So, we roll! Wow, 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 wow. Okay, mein Trinket habe ich behalten. Ja, nimm mir das. Oh, wir haben die Guillotine. Was haben wir sonst so? Die Brille, dass wir die Geheimräume sehen. Oh, guck, dann holen wir uns nochmal kurz die Geheimräume. Das wird der crazyste Run. Ich glaube, es gibt selten Leute, die dieses Item häufig benutzen, weil... Ja, gut, es ist ja verständlich, warum man es nicht häufig benutzen will. So. Da ist der normale Raum. Zack. Unsere Tränen sind auch recht stark, wir haben 3 Angriff. Na gut, alles kann sich zu Damage Upgrades und so weiter ändern. Wir haben Crickets Body auf jeden Fall, wie auch immer wir den bekommen haben. Manche Items bleiben auch permanenter drin stehen. Und wir haben auf jeden Fall magnetische Tränen, die sich schon aufteilen. Verstehe einer die Welt. Naja, gehen wir mal weiter. Das wird so lustig. Irgendwann kommt was, was uns tötet. Hundertprozentig, aber es ist... Man muss ja nicht jeden Run gewinnen. Man darf ja auch manchmal Spaß haben. Ich will das noch ein bisschen gegen Gegner ausprobieren. Diese Magnettränen an der Wand ziehen die Gegner richtig krass ran. Okay, komm, gehen wir mal in meinen Goldraum. Schild der Tiers. Nehmen wir mit, komm, und rollen wir einfach direkt weg damit. Okay, was haben wir alles? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall behalten wir irgendwie manche Items und manche verlieren wir. Wir haben auf jeden Fall die Regenbogentränen. Würde ich mal spontan sagen. Und kein Damage mehr, wenn ich es auch richtig einschätze. Ja, wieder eins. Ach, Spiel. Wir hatten nur so schön starke Tränen. Boah, wie viele mich hassen müssen dafür, dass ich das Zeug gewollt die ganze Zeit. Aber das ist zu lustig. Glücksspiel macht Spaß, Kinder. Hui. Oh, wir haben Herr. Oh. Wir haben Cricket's Head noch bekommen. Auf jeden Fall ein Ghost-Begleiter. Wir haben, glaube ich, ganz coole Sachen dabei, auf jeden Fall. So lässt sich schon spielen wieder. Werden unsere Items auch mehr dadurch? Kann das sein, weil wir irgendwie so viele Items haben? Ach, manche löschen sich gar nicht aus der Liste, obwohl wir sie gar nicht mehr haben. Heißt, so können wir den Itempool erschöpfen eigentlich, oder? Habe ich einen Brimstone? Nein. Ich schieß nur sehr langsam auf jeden Fall. Und wir haben Bouncing Tears. Damit tropfen mehr Karten, das brauche ich nicht. Und wir sind Lord of the Flies schon. Was zur Hölle? Ist ja irgendwie lustig, ne? Magnetisch sind sie auf jeden Fall nicht mehr. Hol ich jetzt hier mit die Kiste, weil ich ja fliegen kann. Ach, ich bin selber magnetisch. Ach, ich habe den Magnet auf der Stirn. Hups. Weil wir fliegen können, können wir uns auch leisten, da reinzugucken. Auch wenn wir gerade nichts Starkes mehr, was Angriff angeht, haben. Aber egal, es bringt uns einen aufgeladenen Punkt. Genau. Aua. Den Raum machen wir einfach auch. Oh, sehr gut. Den Goathead nehmen wir mit. So. Nehmen wir zwangsweise Devil Deals. So. Das Zeug darf ich ja aufheben. Lockdown. Nee, danke. Wow.
Das ist richtig cool. Ich will dieses Item öfters in einer der ersten. Ja gut, damit anzufangen ist halt eine Glückschance. Ich denke, ich werde selber nie 100% bei Isaac erreichen, aber ich hätte gerne einen vollen Itempool. Vielleicht werde ich irgendwann mal, wenn ich fertig bin, cheaten. Mit allem. Wenn ich so mit allem fertig bin, was ich machen wollte. Ich weiß es nicht. Es klingt immer doof, wenn man sagen muss, ich cheate. Aber ich denke nicht, dass ich die Lust habe mit dem geheimen Charakter, den ich irgendwann mal freischalte. In der Folge, wo ich dann auch schneide, damit ihr auch seht, wie ich ihn freischalte. Mir werden die Geheimräume nicht mehr angezeigt, wenn ich richtig einschätze. Obwohl mir angezeigt wird, dass ich das Item habe. Ja, mir werden die Geheimräume nicht mehr angezeigt. Schade. Dann spielen wir weiter. Freddy Junior. Hallo. Aua. Oh nein, ich bin in dich reingegangen. Das ist fast so, als hätte ich Lust, meine rote Fliege nicht reinzudrücken. So, noch ein Herz mehr. Da waren wir schon drin. Und weiter geht's. So, Ebene 4. Wir sind erst in der vierten Ebene und sind Lord of the Flies riesengroß und... Ach, was weiß ich alles. Wir haben eine verrückte Reise vor uns. Und einige sehr nervige Bosskämpfe. Ich würde gerne fliehen dürfen, aber ich darf nicht fliehen. Ah, ich habe sogar eine Beschützerfliege. Nice, die hilft sogar ganz gut, die Köpfe einzufangen. Sogar, die ist sogar stärker als ich, letztendlich. Aber, egal. Ich muss nicht stark sein. Ich habe das Glück auf meiner Seite. Gut. Den Raum schaffe ich ja auch ganz sicher, ohne getroffen zu werden. Oh. Das ist ja sogar wirklich. Party! Ich bin jetzt nicht wieder am Boden, ne? Ne, aber wir haben Leo. Und Anti-Gravity Tears und das Spinnennetz. Cool, jetzt kann ich alles kaputt stampfen. Okay, Spam lieber. Oh, unsere Schussrate ist echt cool. Ja, aber wir sind nicht stark. Egal. Wir können jetzt alle... Ah, wir haben sogar das Fliegenliebe-Item. Wir können sowas kaputt trampeln, aber es besteht halt die Chance, dass böse Sachen rauskommen. Boah, ist das Spiel lustig. Ich zertrampel ich ja nicht, ne? Ne, denk mal, Manni. Vielleicht wirft ihr eine Batterie raus. Ich habe die Itempools von den ganzen Charakteren, Viechern auch angeguckt. Boah, das war Luck. Luck up. Okay, schnell genug sind wir. Ich lebe mit. Weil das Leben ein Item ist, welches geholt werden kann. In ein nützliches Item. Und das Leben behalten wir ja trotzdem. Leben wird uns ja nicht abgezogen, obwohl das Item weggerollt wird. Aus unserem Inventar. Was ich eigentlich als Glitch anrechnen würde. Aber gut. Nice. Doctor's Remote. Ne, Teleport ist das. Achso. Ein Raum noch. Darf ich sagen, dass ich diesen Run sehr toll finde? Ja! Okay, wir haben Short Range Mega Tears. Und Maudado sitzt auf uns drauf. Guck mal, wir sehen das erste Mal Maudado normal. Also teilen sich unsere Tränen auch auf. Aber sind nicht so toll, unsere Tränen. Das ist unser Schaden 3. Schauen wir mal da in den Stachelraum rein. Haben wir jetzt ein bisschen was? Die Bibel. Okay. Aua. Shop will ich nicht gucken. Wo? Ich habe 5 Schlüssel. Schauen wir mal. Vielleicht kommt ja... Es ist kein Shop. Ob der Shop jetzt wieder eine Batterie hat? Wenn ja, dann wisst ihr, was passiert, Kinder. Gott, haben wir Scheiß drin. Die fangen einfach schon auf mittlerer Größe an. Und sind so, oh, hallo, Daddy Longlegs. Wusste gar nicht, dass ich dich hab. Ach, ist ganz lustig auf die Nähe. Was? Keine Batterie für... Oh, wir haben 99 Bomben. Die werden wir auch nicht mehr los. Das wird ekelhafter Kampf. Oh, wir haben das Tankbaby.
Oh, ich war mir gerade nicht sicher, ob sich jetzt auflöst oder... Danke, Tank Baby. Tank Baby, töte sie. Oh, unser Goat erzählt nicht mehr und wir haben hier nochmal die Bibel. Okay. Wieso haben wir zweimal die Bibel in einer Ebene gefunden? Will das Spiel uns etwas sagen? Ich weiß es nicht. Stop rerolling, willst du einfach sagen. So. Müssen noch... Oh Gott, viele Räume schaffen. Aber egal. Wir sind bei 15 Minuten. Wenn wir eine OP-Kombo finden, könnten wir... Mom versuchen, theoretisch. Ich weiß nicht, ob ich Lust habe. Nee, das mache ich dann in irgendeinem anderen Eden Run, wo ich nicht jeden Scheiß rerolle. Ich will jetzt einfach schauen, was auf mich zukommt. Ich will einfach mal gucken. Der Part lohnt sich ja jetzt schon. Oh Gott, was kommt jetzt? Okay, wir haben Technology. Den Leechwurm. Cricket Set haben wir auf jeden Fall auch noch. Ach, ich glaube, die Items werden gar nicht mehr richtig dargestellt. Wir haben zwei Schaden. Das merke ich auf jeden Fall. Immun. Gehen wir zum Geheimraum. So. Oh, keine Batterie? Oh, wir hatten so wenig Geld. Ups. Tier ist down. Will ich gar nicht erst mit mir rumschleppen. Mein kleiner Wurm ist alles für mich auf. Ich muss nicht selber spielen. Ich habe meinen Schutzwurm. Einfach 5 Minuten draufballern. Hab gehört, das hilft. Ah, sehr gut. Hat wirklich geholfen. Schauen wir mal da rein. Spinnen! Töten wir sie. Weiß nicht, ob die jetzt so eine Aufladung bringen. Nee. Nur wenn sich der Raum also verschließt, wenn er standardmäßig mit Spinnen voll ist. Wow. So. 3 Räume noch. Ja gut, einen Bosswash können wir nicht schaffen. Zeitlich geht es, haut es aber nicht hin, egal was wir machen. Spinnen helfen zwar ganz gut, aber... Oh, die Space Card hätte ich vielleicht 2 Räume später einsetzen sollen. Sehr gut. Erstaunlicherweise recht simpel bezwungen. Wir nehmen für das Herz mal mit. So, gehen wir mal in den Shop. Auch wenn wir kein Geld haben. Hier waren wir nicht mehr aktiv, ne? Nee. Gäbe es eine Batterie? Gib mir die Batterie! Also, 2 Räume ist es aufgeladen. Okay, warte. Wir kaufen uns die Batterie gleich. Aber... Erstmal schauen wir, ob wir mit den 2 Räumen, bevor ein Boss noch schaffen, es nochmal zu rerollen. Wenn es dann super schlimm ist und wir damit nicht den Boss schaffen, dann können wir es ja immer noch alles rerollen. Okay, was, wir haben noch nicht mal den Goldraum gehabt? Ups. Okay, das wusste ich nicht, dass wir den Goldraum noch nicht hatten. Ein Item mehr, was wir rerollen können. Hallo. Biskis. Hier ist ab. Okay, schießen wir ein bisschen schneller. Hat zwar immer noch keinen Schaden, aber schnell, schnelleren Schaden. Oh ja, nice. Wow. Drei Seelenherzen? Okay. Wir haben... die Schokomilch. Ja, wir haben die Schokomilch. Und Bobs Brain. Jetzt ist die Frage, wie stark der Shit ist.
Ich glaube nicht sehr stark. Ich weiß nicht, woher ich diese Vermutung habe, aber ich glaube nicht sehr stark. Aua. Damage ist 1. Oh nee. Okay, wir gehen rerollen. Aber weil Bobs Brain schon. Schokomilch mit Damage 1. Sollten wir echt den Itempool leer bekommen, ohne überhaupt alles aufsammeln zu müssen? Schalten wir nicht so auch alle Items als frei aufgesammelt frei? Wieso haben wir 40 Münzen? Oh, wir haben den Curse Shot. Das ist doof, ich mag den Curse Shot gar nicht. Aber wir haben Gemini dabei. Wenn man den auflädt und dabei wird man getroffen, dann verliert... Oh, eine Münze durfte ich einzahlen. Danke, Spiel. Boah, sind wir langsam. Wie viele Herzen haben wir? Wenn man den Schuss auflädt und dabei getroffen wird, man kann ja aufladen, bis das Auge blinkt. Ich glaube, wenn das Auge blinkt und man wird getroffen, dann wird man aus dem Raum teleportiert. Oh, wir haben auf jeden Fall... Nee, man muss es nicht mal komplett aufladen, man muss nur die Taste gedrückt haben. Man darf nicht aufladen, wenn man weiß, dass man getroffen wird. Wow. Ja, gehen wir mal zum Boss. Ah, haha, nicht getroffen werden. Okay, warte, wir schießen nicht mehr. Wir lassen alles unsere Begleiter machen. Wir haben hier super kleine, tolle Begleiter. Oh, ich habe was alles in Kacke verwandelt, was mich trifft. Oh, ich konnte nicht ausweichen. I'm not strong enough. Darf nicht schießen, sorry. Au! Oh, guck mal, es hat sogar nicht getroffen. Haha! Ich habe meinen Feind bezwungen. Range up. Oh, ich hab's. Oh, wurde fast getroffen. Dieses Curse-Item, ich hasse es doch so sehr. Na gut, wir wissen auf jeden Fall, dass es nicht mehr kommt, sobald wir das einmal geschafft haben. Okay. So, wir werden mal ein paar Leben los. Wir lassen es ja eh zurück. Das wisst ihr. Ich werde immer wieder rerollen, bis wir am Ende sind. So, holen wir uns wieder. Aber ich wollte nicht so viele Herzen haben. Ich fühle mich sicherer, wenn ich ein paar Schwarz- und Seelenherzen aufsammeln kann. Ich weiß nicht warum. Was mache ich gerade? Warum gehen wir eigentlich hier wieder hoch? Sind fertig mit der Ebene. Ja, gut. Dann gehen wir schleichend zum Ende der Ebene. Ja, auf geht's. Ich würde Gonzos oder Guppies Paw gerne mitnehmen, aber darf ich ja leider nicht. So. Puh. Glück gehabt. Drei Räume noch. Fuck. Ich kann damit nicht umgehen. Ich habe keine Lust, ich bin zu langsam und zu schwach. Ich will hier ein paar Herzen haben für den Notfall. Okay, gehen wir erstmal nach links. Erstmal voll aufladen und rein. Kann ich einmal so eine volle Ladung direkt reinballern. So. Hoffe ich einfach, dass mein Gemini alles tötet, bis ich rerollen kann. Puh.
einen Raum noch. Ja, nutzen wir es noch aus, sonst zertrampeln die Totenköpfe hier, ne? Die müssen wir nicht bekämpfen. Judgment. Aua, das war eine Bombe. Two of Diamonds, okay. Das ist da schon unsere Belohnung. Speed und Damage Up. Hey, wir haben Damage Upgrade bekommen. Okay. Crystal Battler können wir auch ein paar geben. 10 Stück oder so. Der nimmt die gerne. Okay. Halo Flies. Nichts, nichts, nichts. Eine Karte. Tot. Ja, wir sind frei. Der Fluch ist gebrochen. We go. Oh Gott, sind wir schnell. Okay, wir haben Permalaser. Und Monstrous Lunge. Die ewig braucht. Und scheinbar eine sehr hohe Chance, Gegner zu slowen. Egal, dann laser ich die Gegner einfach, bis sie tot sind. Wow. Wir haben komplett Isaac einfach in einem Run. Alles aus Isaac. Alle Items. So, komm, lasern wir euch weg. Die Folge ist ja mehr Special als die Special-Folgen. So. Leider kann ich nicht mehr die Steine zertrampeln, aber ich kann mich wieder bewegen und unser Schaden ist immer noch 2. Wir verlieren alle Damage-Upgrades die ganze Zeit. Bis wir irgendwann mal zufällig Polyphemus bekommen. Dürfen wir eigentlich noch getroffen werden beim Chargen von Monstrous Lunge? Ja klar, das fehlt ja nicht mehr als das Auge. Wurde ich glaube ich auch schon. So, einen Raum noch, dann dürfen wir rerollen. Gib mir was Gutes, ich muss hier gleich einen Boss bekämpfen. Ist aber ganz cool, so kann ich so ein bisschen Laser schießen, bis die Lunge aufgeladen ist. Okay, jetzt nicht mehr. Ah, wir haben die ungespielt Raupe. Guck, ich habe Lil Chubby zu ungespielt umgepixelt. Hui. Und wir fliegen der rote. Ja, Tränen der Vernichtung. Wir natürlich auch irgendwie hier erstmal gegen Feinde einsetzen wollen. Erstaunlicherweise erfolgreich. Warum nicht? Okay, unser Damage ist voll. Wow. Und wir haben die Versteinerung, dass wir uns... Wir sind... Schau. Wir haben Jackpot. Unser Würfel ist weg. Der hat unseren Würfel auch geholt, stimmt. Wir haben einfach gewonnen. Sind wir immun? Wir sind immun gegenüber. Nee, sind wir nicht. Nee, sind wir nicht. Okay, ich dachte schon. So, Schuklerhub können wir mitnehmen. Wir haben unseren, die Four verloren, weil wir den gerollt haben. Ich habe nicht dran gedacht. Hätte ich den Goldraum genommen, hätte ich sogar den die Four saven können. Wir haben Schaden, nimm es mit. Was für seltsame Tränen. Wow. Das ist mal cool. Das ist der Geheim. Alter, sind die krass, die Tränen. Was bist du denn, Kackwurst? Noch ein HP ab. Schaut mal, wie die Tränen fliegen. Voll seltsam. Ich glaube, es kommt einfach dabei raus, wenn man alle Items gleichzeitig hat und sie rerollt. Damage voll, Speed voll. Alles voll einfach. Schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Aber wir können uns selber ein bisschen weh. Aber egal. Legen wir ein bisschen Feuer an alle Türen. Okay. Wir gehen in Richtung Darkroom, weil ich mich stark fühle. Lass mir mal den Macho raushängen. Werd mich wahrscheinlich nicht eh vorher umbringen. Bisschen suizidmäßig, aber... Curse of the Blind. Was macht der nochmal?
weiß es nicht. So, schöne Sachen in die Luft. Oh, hat mir sogar ein Seelenherz gegeben. Schade, dass ich keine tragen kann. Auch interessant eigentlich, dass wir nicht Guppy geworden sind. Aber egal, ich bin glücklich. Guck mal, kann ich mal angreifen. Wieso kann ich jeder... Ey, diese Default ist so ein tolles Item. Man leidet manchmal 5 Sekunden mit ihm, aber ansonsten... Oha! Ich wollte es mal eingesetzt haben. Wir müssen richtig viele Items auf unseren Item-Counter bekommen haben. Meine Gegner sind mir aufgetaucht. Das zähle ich nicht. Ah, Turfclubs. Ja, mit Bomben. Ja. Ja, Herzen brauche ich. Ich kann mich nicht mal selber treffen, wenn Steine oder so vor mir sind. Wenn meine Tränen einfach nach oben fliegen. Danke. Oh, wir haben Maggies Schleife, dass jedes Herz uns doppelt heilt. Oh, das ist ja schön. Aber leider kein Wave-Effekt. Na gut, man kann ja irgendwie alles haben, ne? Das wären mehr Pillen. Nö. Behalten wir unseren glücklichen Fuß. Oh, nicht auf Stein schießen. Okay, ich hab's gemerkt. Sorry, Spiel. So, da schießen wir alles kaputt. Da drüben schießen wir alles kaputt. Und euch noch in den Ecken. Das sind lustige Tränen. Lustig. Habe ich alle Steine? Ja. Aua. Okay, ihr seid gefährlich, weil ihr vor mir auftaucht. Ich muss mein Ohr jetzt gerade jucken. Damage up. Okay. Der zweite Schuss ist jetzt stärker. Ich lasse den mal nicht alles nehmen, bevor der hier mir alles noch in irgendwelches Scheißzeug umwandelt. So, hallo, Blut. Ich hoffe, das ist okay, dass wir hier vorbeigucken. Aua, jetzt haben wir selber getroffen. Damage und Range up. Okay, habe ich kein Problem mit, glaube ich. Gehen wir weiter, oder? Ja. Brauchen wir jetzt hier nicht mehr die schwachsinnigen Ebenen. So. Punkt 2. Nehmen wir die mal mit. Die ist ein bisschen besser. Wir haben Ipekak und noch irgendwas anderes, was Ipekak besser macht. Aber ich weiß nicht was. Ich kann euch nicht sagen, welche Item-Kombo so cool ist. Ich weiß nur, dass ich... Ah, Pac-Man-Effekt hab. Weil ich mir die ganze Zeit wehtue. Pheromone. Kämpft gegeneinander! Okay. Sehr schön. Halbe Herzen, halb ein ganzes Herz. Wie praktisch das ist, dass ich auch so viel Heilung jetzt bekomme. Ich glaube, den tut es so ein bisschen mehr weh, als seine roten Tränen stark sind. So. Bisschen explosiv hier, tut mir leid. Ist ein bisschen laut. Aber ich kann ja nicht beeinflussen, was meine Items tun. Ja, ich bin mal einfach in den Rang gegangen.
Einfach, dass er stirbt. Ich sollte mehr aufpassen. Ja, ihr habt recht. Besonders, wenn ich immer Herzen droppen. Aber wir haben Mom's Contact auf jeden Fall. Oh ja, endlich mal sowas. Was überhaupt nichts bringt. Bei den Synergies davor hat es vielleicht was gebracht. Boah, Alter, der ganze Raum steht einfach in Flammen. Ich wollte gerade nicht fragen, ob das ein Feind ist oder nicht, weil er nicht darauf reagiert hat. Ja, ein Treffer mehr, den wir aushalten. So, können das auch ganz voll heilen. Da ist, glaube ich, ein Seelenherz getroffen wegen dem Dark Bomb. Jupp. Wir opfern jetzt das Eternal Heart einfach nur, um hier reinzugehen. Ach, uns wird sogar trotzdem ganzes Herz abgezogen. Unfair, das sind 1,5 Herzenschaden. Oh. Hey, ich brauch das! Sammelt hier einfach das Herz ein. Was seid ihr für Pillen? Wizard-Pillen. Weiß nicht, ob ich mit dem Schüssen schräg schießen will. Pretty Fly. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. Mit ein paar Explosionen. Muss ich ja wehren können hier in dem Raum. So, jetzt können die Gegner kommen. Jetzt habe ich Platz. Aua. Hab mich schon geheilt. Ah. Dann töten wir mal das Herz. Wenn wir genug Schaden aufs Herz machen, geht es, glaube ich, gar nicht erst hoch. Der Kampf ist ein bisschen chilliger. Hui. Ich habe 3 Fliegen. Ich hoffe einfach auf mein Fliegenglück. Ist der Bursche tot? Oh ja, ist er. Gut. So, du heilst mich noch mal ein bisschen was. Ich glaube, da kann ich einfach durchspringen. Ja. Ich habe nur Angst, mich selber zu treffen immer. Okay. Dann gehen wir in den Arcade-Raum und hoffen kurz, dass wir 2 Herzen noch bekommen. Ich will nicht unbedingt so geschwächt in den Devil Deal. Oh, wir haben Pupfpumpen. Voll geil. Und Pheromone. Warte mal, wir haben noch unser Lack abtrinket. Hätte ich es doch behalten sollen. Es gibt sogar einen Mod, der nur die Animation von dem Shop-Typi da unten verkürzt. Okay, gibt es die meiste Zeit trotzdem noch Seelenherzen. Vielleicht bist du ja doch noch zu gebrauchen. Jetzt dürfte mir wahrscheinlich gleich so 5 Spinnen ins Gesicht. Aber soll er doch. Wir haben noch eine Fliege gewonnen. Aber wir haben trotzdem nur 3. Dann weiß ich nicht, was die Items heißen. Dann gehen wir weiter. So. Hui. 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 Das ist unser... Ich habe voll verpeilt, dass der Defor verschwindet, wenn man das macht. Leider. Sonst wäre es ja noch lustiger geworden. Ich wollte ihn ja nicht loswerden. Er wurde mir... Meine Mutti hat ihn mir abgenommen. Sagte, ich bin noch nicht reif genug dafür. Ich habe jetzt ehrlich gehofft, dass es mich zum Bosskampf bringt. Anstatt, dass es mir jetzt hier noch Schaden macht, den ich nicht brauche. Entweder die Kohle oder der Laserkopf. Die Kohle.
Werden die jetzt sogar größer, umso weiter die fliegen. Ist doch cool. Wir machen Feuer mit Feuer aus. Hurra. Pheromone. Wow, der wollte auf uns zuchargen, wurde aber zurückgeschoben. Wenn genau in der Sekunde getroffen haben. Wow, ekelig. Aua. Hier ein bisschen unvermeidbar mancher Schaden. Bevor der Duck Bam sich das wieder klaut. Ich hatte mal ein Tank, Baby. Das hätte das alles für mich eingefangen. Damals. Aber das Tankbaby hat mich verlassen. Seitdem irre ich alleine. Durch die Kammer der Laseraugen. Ja, aua, 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 aua. Ich hasse dich. Ja, sowas ist schon wieder nett. Er ist einfach so ein Husk, der ein paar Schüsse schießt und stirbt. Oh, und mir ein Herz lässt. Ein Herz ist viel Heilung. Das nehme ich gerne an. Gutes Geschenk. Nein, jetzt nehme ich gerne. Tour of Clubs, wir bomben. Ja, haben wir ja noch nicht. So, da ist nochmal ein Herz. Er hat ein schwarzes Herz hingelegt. Das ist ja nur nett gemein vom Dark Bum. Aber trotzdem. Wie der eine einfach 5 überlebt. Ja? Danke. Tour of Hearts. Die nehme ich mit, damit kann ich mich voll heilen. So. Ich weiß nicht, ob wir Guppy's Tail haben oder nicht. Zweimal Tourfahrts. Ist auch sehr praktisch. Oh Gott, besonders nach dem Raum. Ach, ich kann hier anballern wegen Gift. Hm, steht sogar erstaunlicherweise noch recht gut. So, da legen wir noch ein Würstchen. Ein Seelenherz, was wir nicht aufsammeln können. Stimmt, da war was. So. Braucht die Karte ja wirklich gleich, bevor ich zum Boss gehe. Ich könnte sie sogar nehmen, wenn wir hier noch reingucken. Ja, Preismaximum. Ne, so viele Schlüssel brauchen wir nicht. So. So, jetzt können wir uns noch einmal voll heilen, wenn wir die Hälfte unseres Lebens verloren haben. Heißt 6 Treffer, was bei Satan nicht unbedingt schwer sein sollte. Warum haben wir eine andere Karte auf einmal in der Hand gehalten? Ich find's so lustig, dass man Satan mit Explosionen und so rumschieben kann. Aua! Spaß. Können wir doch gerne wiederholen. Kleiner Timmy. Hm,
Hätte jetzt geschworen, dass der Geheimraum da ist. Nicht mal das schaffe ich. Na gut, jetzt können wir weiter. Da unten können wir ja nicht reingucken, weil unser Leben nicht voll ist. Herzen kriegen wir keine mehr in der Ebene zumindest. Schade. Ich hätte nicht so viele Lebensupgrades bekommen. Dann schauen wir mal. Ab in den Dark Room. Das sind wir trotzdem noch relativ mit Tode ver... Die ersten vier Truhen glücksbasierend sind. Dead Cat. Da werden alle Herzen weg. Das will ich auch nicht. Will ich's? Nee. Was will ich denn mit einem... Nee. Schwachsinn. Ich will ein Herz weg, nicht alle. Bisschen Range. Huch. Was denn für ein komischer Laser in alle Richtungen, der mich getroffen hat. Ich setze die Heilung jetzt ein, weil sie jetzt noch effektiv ist. Wenn ich später weniger Leben habe, ist sie nicht mehr so effektiv. Wow. Noch mehr Geister könnt ihr mir nicht ins Gesicht werfen, oder? Aua! What the fuck? Ich versuche eine auszuweichen und schon taucht der nächste auf. Ihr unregelmäßigen Arschgeister. Nee, ich glaube, wir sterben. Aber es war einer der lustigsten Runs, die ich je hatte. Oh Gott, wir zünden die Teile auch noch an. So. Auch wenn es ein sehr lauter, explosiver Run ist. Ändert es nichts daran, dass es ein cooler Run war. Ja, wir haben auf jeden Fall nicht Guppy's Tail. Das hätten wir schon gemerkt. Müssen wir so schnell wie möglich den Bossraum finden. Huch. Irgendwas ran mochte er nicht. Schade. Ich hätte gehofft, dass du meine Schüsse auch beeinflusst. Die wird mir nicht viel helfen. Ein Teleport nach draußen, wenn ich fast tot bin, okay. Ich habe ja aber nichts. Habe ja keinen Backup auf der Ebene. So, erstmal den da wegmachen. So. Aber das war meine eigene Schuld. Ich bin einfach an ihn reingegangen. Da bin ich auch selber in meinen Schuss rein. Ich muss da zu dir hin. Jetzt machen wir einfach Sachen Schaden. Au. Die ich nicht sehe, wollte ich sagen. Okay. Goodbye. Ja, komm. Müsste schon sehr viel Glück haben, das zu überleben. Töte mich, Spiel. Trau mich doch schon nicht mehr in die Räume. Habe ich den Schlüssel dafür? Nein. Au. Okay. Oh Gott, wir hatten irgendein Item. Warum, Spiel? Warum? Warum lässt du uns weiterleben? Steppt in meiner Blutspur. Jetzt sind wir tot. Durch eine Bombe. Wer hätte es gedacht?
Lazarus mit Blut dahinter. Haben wir im Hartmut gespielt? Warum ist da Blut hinter der Schrift? Besonders warum Lazarus? Wir waren Eden. Achso, zur Todeszeit waren wir Lazarus, weil wir jetzt Lazarus respawned sind, wegen dem Item wahrscheinlich, wegen diesen Bandagen. I leave all that I own to my dog Gonzo. Steht übrigens auch da. Wollte ich mal kurz erwähnt haben. Nichtsdestotrotz sind wir tot. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei The Binding of Eden. Ja, klar, wir spielen noch weiter mit ihnen. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir nur Satan besiegt, gehen wir nächstes Mal in die Chest einfach. Und spielen vielleicht ein bisschen normaler. Bisschen. Fast mit Lazarus einfach die Chest, den Satan übersprungen und dann die Chest geschafft. Hätten wir überlebt. Was ein komischer Run, aber er war cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Binding of Isaac Rebirth. Bis dann, euer Zimbelmann. Oh. Lecker Schmecker, Schokoladenkrieger.